So, es ist Spargelzeit und deswegen gibt es heute Spargel Cordon Bleu. Dazu brauchen wir Spargel, Kochschinken, Eier, Käse und Paniermehl. Als allererstes Spargelschälen, Wasser aufkochen, Salz dazugeben und ein bisschen Zucker. Dann den Spargel dazugeben. Und wenn der Spargel fertig ist, einfach aus dem Topf nehmen und kurz kalt abspülen. Dann den Schinken aufs Brett legen. Jeweils eine Scheibe Käse draufgeben. Den Spargel draufgeben. Dann wird der Spargel gerollt. Und paniert. So, und jetzt probieren wir das Ganze mal. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann folgt und abonniert verdammt nochmal rein.